Nächster Redner ist Georg Vetter vom Team Stronach. Die Diskussion ist eine Gelegenheit, uns daran zu erinnern, dass das Richteramt ein schweres ist. Und es ist auch ein besonders schweres für Laienrichter. Laienrichter ist ein Ausdruck einer demokratischen Gesinnung. Im Wesentlichen geht insbesondere die Geschworenengerichtsbarkeit mit Demokratie mehr oder weniger einher. Je mehr man Demokratie hat, desto mehr hat man auch Laiengerichtsbarkeit, desto mehr hat man auch Geschworenengerichte. Geschworenengerichte Laien deshalb, weil man halt eine gewisse Skepsis gegenüber den Berufsrichtern hat, mag die jetzt berechtigt sein oder nicht. Laienrichter betrauen wir mit der Beurteilung der schwersten Kriminalfälle, die es gibt. Angefangen beim Mord. Mord, 8 Geschworene, die haben über die Tatfrage zu entscheiden. Das ist schon etwas Belastendes, ja, wenn wir genau diese Delikte ihnen auflegen. Ich möchte aber auch daran erinnern, was die Laien zu schwören haben, gemäß 240a der Strafprozessordnung. Sie schwören und geloben vor Gott die Beweise, die gegen und für den Angeklagten vorgebracht werden, mit der gewissenhaften Aufmerksamkeit zu prüfen, nichts unerwogen zu lassen, was zum Vorteil oder zum Nachteil des Angeklagten gereichen kann, das Gesetz, dem sie Geltung verschaffen sollen, treu zu beachten, vor ihrem Ausspruch über den Gegenstand der Verhandlung mit niemand, außer mit den Mitgliedern des Schöffengerichts Rücksprache zu nehmen, der Stimme der Zu- oder Abneigung, der Furcht oder der Schadenfreude kein Gehör zu geben, sondern sich mit Unparteilich und Festigkeit nur nach den für und wider den Angeklagten vorgeführten Beweismitteln und ihrer darauf gegründeten Überzeugung zu entscheiden. Es darf keine Besprechung außerhalb des Schöffensenates während des Verfahrens geben. Und das muss auch in diesem Fall gelten. Der Kollege hat schon den Antrag so gestellt, dass das danach ist. Aber selbst bei einem langen Verfahren darf es keine Besprechung geben. Das ist ein Wesentliches. Und das andere ist natürlich, nicht der Stimme der Zu- oder Abneigung Gehör zu geben. Das ist eine schwere Bürde, die wir den Leuten geben. Und das sollten wir uns anlässlich dieses Tagesordnungspunkts wieder mal zu Gemüte führen. Dankeschön. Das Richteramt sei ein schweres, besonders für Laienrichter, betont Georg Vetter, Team Stronach, Verfassungssprecher. Das war vorher nur so knapp, ich erteile Ihnen jetzt das Wort.